Abi, liebe Freunde, liebe Friends, da bin ich wieder live aus Mexiko. Spät am Abend, viel gegessen. Ich fliege jetzt früher nach Hause, weil ab 8. ist ja neue Regeln, weil die Schweiz ist abgeschafft. Wir leben jetzt in der schweizerischen Meuchelmörderschaft, wo es egal ist, wie viele Leute sterben, weil die Statistik sehen wir erst 2022. Also nochmal, man kann es gar nicht genug bewerten, während wir jeden Tag Fallzahlen geliefert bekommen. Fallzahlen, wo man wissen, was die aussagen und was sie eben nicht aussagen. Bei sie ist der Wert bis auf die zweite Stelle noch ein Komma berechnet und es ist nie genug tief. Sagen sie uns nicht, wie viele Leute gestorben sind bis Ende 2022. Wo wir im Sommer angefragt haben, hat es noch geheissen, die werden immer erst, oder nicht immer erst, die werden erst Ende März kommuniziert. Wenn der Bundesrat uns das vorenthaltet, die Regierung uns das vorenthaltet, wie kann nur ein Mensch, ein Schweizer Bürger glauben, dass der Bundesrat gut mit uns meint? Jetzt kann man voll im Film sein und sagen, ja, wir haben da eine gefährliche Pandemie und das gibt den Gegner Futter, wenn wir erfahren, dass so viele hundert oder tausend Leute sich umgebracht haben. Dann muss ich aber sagen, wäre es nicht ein guter Moment, um sich zu überlegen, ob Massnahmen den Preis wirklich wert sind. Wenn man so Angst hat davor, die Zahlen zu veröffentlichen, was heisst das? Was heisst das? Das heisst, der Bundesrat möchte gar nicht aus dieser Situation rauskommen. Er will den Zustand aufrechterhalten. Und ich bin überzeugt, Wetten werde ich annehmen. In diesem Jahr hört der Scheiß nicht auf. Es hört nächstes Jahr auf, das glaube ich mittlerweile, weil der Bill Gates jetzt gesagt. Wenn es jemand weiss, dann er. Und der Impfpass wird kommen. Der Impfpass wird kommen. Es wird keine Impfpflicht geben, kein Impfobligatorium, aber es wird eine Diskriminierung geben von Leuten, die sich nicht impfen lassen. Und da würde ich sagen, ist der Moment gekommen, dass man sich überlegt, wie man die Impfung umgehen kann. Wie man, wenn man sich impft, mit welcher Impfung, dass man sich impft. Ob es Methoden gibt, in der Schweiz wird das nicht funktionieren. Aber ob man sich nicht irgendwo kann, in einem ärmeren Land impfen kann. Dass man auf Kenia reist, wenn man dann noch kann, ohne Impfung. Oder auf Mexiko. Und dann einfach einen schmiert. Seht ihr, wir werden in die Illegalität treiben. Weil wir lediglich das Bedürfnis haben, dass wir gesund bleiben und uns frei bewegen können. Es ist gut, die Rechte von anderen Ländern zu sagen, wenn du ins Land Ferien machen willst, dann musst du einen Test haben. Mit dem kann ich leben, mit dem ich einfach nicht mehr ins Land gegangen. Oder einfach ein paar Jahre warten, bis man wirklich einigermaßen weiss, was die Impfung anrichtet und was nicht. Weil ich bin auch sicher, dass ich glaube nicht, dass es die Absicht ist, dass man uns krank impfen will. Das glaube ich wirklich nicht. Ich glaube, das ist trivialer. Man will uns einfach alle 6 bis 12 Monate impfen. Das ist einfach ein riesen Business. Die Person, die hier auch ist, heute, also schon längere Zeit, in einem Resort ist, der meint, der ist gar nicht sauer auf der Börse. Der sagt, das sind einfach alle Leute ohne Eier. Darum sind sie Bundesrat geworden. Und das ist auch ein Triebne. Kann sein, ja. Ist egal. Er hat den Job angenommen. Er hat die Verantwortung angenommen. Er hat wahrscheinlich einen Schwur geleistet, der heisst, dass er Schaden voll viel abwenden. Ich glaube, so läuft es zumindest in Deutschland. Und das Versprechen, das er uns gemacht hat, dem Volk zu dienen, die hat er.
das Versprechen hat er nicht erfüllt. Und das ist mir ziemlich egal, wieso nicht. Inkompetenz, Feigheit, Blödheit, Boshaftigkeit. Er hat es einfach nicht gemacht. Ich habe mir gesagt, es gibt keinen Corona-Spezialist auf dem Planet, weil zum Corona-Spezialist auf dem Planet müssen wir das Universalgenie sein. Und die Person am nächsten, das ankommt, auf dem Planet, der zumindest eine gewisse Bekanntheit hat, ist Elon Musk, der zu Recht jetzt der reichste Mensch der Welt ist. Aber die allermeisten Leute sind keine Spezialisten. Sicher ist ein Drosten nicht, der sein Leben lang in Reagenzgläschen hineingeschaut hat. Es ist auch nicht irgendein Arzt, ein Allrounder. Corona hat alle Facetten des Lebens betreffen. Und bei mir muss ich sagen, was mich am meisten betrifft, was mich am meisten bewegt, ich tue ganz, ganz viel wieder an meinen Geschichtslehrer denken. Moment, bitte, ich habe einen Besuch über von einem Humpelnden. Ich weiß, ob sie es gesehen haben, ob ich es gut gefilmt habe. Aber ist das ein lustiges Tierli? Wie so ein Comic. Ich muss viel an meinen Geschichtslehrer denken. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie so eine humanistische Erziehung. Ich war ein riesen Hermann Hesse-Fan, als ich jung war. Nazis und Goldmund. Demian, das glaube ich, geheiss das andere. Steppenwolf. Steppenwolf mag mich nur einen Teil gelesen, aber Nazis und Goldmund weiss ich noch lange. Dort in dem Buch geht es um Freiheit. Darum ein gottgefälliges Leben leben. Und dann fragt sich eben dann der Narzis, ohne da zu viel spoilern, wer das gottesfürchtige Leben führen? Der Priester oder der Mönch, der das ganze Leben Gott widmet? Eben der Narzis. Oder eben der Goldmund, der gerne wieder Priester werden will, ihm aber nicht erlaubt worden ist, Mönch zu sein, und darum nachher in die Welt gegangen ist. In so einem zeitlosen Mittelalter spielt das. Der, glaube ich, an der Töpferlehre gelernt hat, unzählige Frauen gehabt hat und das Leben in allen Zügen, in allen Facetten genossen hat. Und jetzt muss ich den schnell weglassen, bis ich, wenn er nicht gespoilert werde, bis ich wieder so mache. Ich würde euch jetzt ein bisschen spoilern. Er wird eben vom Narzis, der Narzis war ein ganz grosser Genie gewesen. Er hat, glaube schon mit 15 oder so können unterrichten. Und der Goldmund war auch nicht dumm gewesen, aber halt sprachlich, wissenschaftlich, nicht annähernd auf dem Level wie der Narzis. Und trotzdem hat er wollen, weil der Narzis ein grosses Vorbild war, auch wollen Mönch werden. Und der Narzis hat ihm das aber verunmöglicht. Und am Anfang war er ganz böse auf das. Auf den Narzis ist er nebenan herumwandern. Er hat sein Leben gelebt und hat sich unzählige Male verliebt. Es ist fast 30 Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe. Ich weiss nicht mehr alles. Aber ich habe eine Erinnerung, dass er ganz viel Sex hat, ganz viele schöne Frauen trifft. Er hat adlige Frauen, reiche Frauen. Er hat Affären mit einer. Und ebenso vögelt er sich halt durch die Wegschicht durch. Und lernt quasi das Leben in all ihren Facetten kennen. Und irgendwann eben hat er einen Sex mit einer ganz wichtigen Frau. Oder besser gesagt mit einer Frau, die einem ganz wichtigen Mann verheiratet ist. Und er wird verwünscht. Und ich weiss nicht, ob er lebenslänglich überkommt oder ob er zum Tod verurteilt wird. Auf jeden Fall ist er völlig am Elend. Ist wahrscheinlich etwa im Alter 40, 50, stelle ich mir mal vor. Also quasi in einem abstrakten Mittelalter, so am Ende von seinem Leben langsam. Er hat viel gelebt, hat im Gefängnis gelitten, hat abgenommen. Und dann rechnet eigentlich schon mit seinem Todesurteil. Dann geht die Türen auf und dann kommt ein Abt rein. Ein Abt oder noch etwas Höheres, ganz ein hohes Tier, wo sich noch immer erkundigt hat. Und dann findet man heraus, das war jetzt eben der Narzis gewesen. Der Narzis hat Karriere gemacht in der Kirche und ist jetzt quasi die einflussreichste Kleriker weit und breit gsi. Und er hatte so viel Einfluss gehabt,
dass ihm gelungen ist, den Goldmund aus dem Gefängnis zu holen und zu sich zurück ins Kloster zu holen. Aber der Goldmund war schon ganz, ganz geschwächt gewesen und hat aufgrund von dem, ist ihm wirklich nicht mehr gut gegangen. Und trotzdem, als er einigermaßen wieder bekräftigt war, ist er ausreiten gegangen auf einem Ross, den er gerne gehabt oder so. Und er fällt dann halt eben vom Ross. Und ich glaube, er stirbt dann in einem Bachbett oder so. Und der Schluss vom Buch, jetzt kommt eben eigentlich Spoiler, der ist so, dass eben der Narzis quasi aufs Leben zurückschaut, auf seinen lieben Freund, den Goldmund, der ein Freund geblieben ist, obwohl sie sich Jahrzehnte nicht gesehen haben. Und dann eben quasi dorthin kommt und sich oder Gott fragt, wer von uns beiden hat jetzt das gottgefälligere Leben geführt. Ich, wo meine Studien, wo mein ganzes Denken, mein ganzes Wesen, mein ganzes Leben Gott ausgerichtet hat, wo gelernt, studiert hat, oder eben der Goldmund, wo das Leben gelebt hat. Und ich glaube, die Frage wird natürlich beantwortet. Aber als ich das Buch gelesen habe, habe ich das Gefühl, es war die Absicht des Autors. All das, was ich empfunden habe, ist, eigentlich führt man ein gottgefälligeres Leben, wenn man das Leben lebt, das uns geschenkt worden ist. Dass man reintaucht, nicht theoretisiert, sondern das Leben lebt. Und jetzt ist der Spoiler vorbei. Ich habe ein Buch gelesen, bin hier nach der Verkehrsschule Swissair gemacht, Luftverkehrslehre. Und wir konnten alle ins Ausland gehen. Wir konnten alle irgendwo in die Destination gehen und ich konnte auf Paris gehen. Ich glaube, in die Fracht, also gar nicht mehr sicher. Paris Fracht oder Check-in, ich glaube Check-in, weiß gar nicht mehr. Eigentlich egal. Vielleicht konnte ich auf Paris gehen mit meinem damaligen besten Kollegen. Der hat mittlerweile eine zweite Tour gemacht und doktoriert und dort jetzt Vermögen von ganz reichen Leuten verwalten. Etwas ziemlich langweiliges, aber ich glaube, ihm gefällt es gut. Ich habe ihn aber nie mehr gesehen seit 25 Jahren, also nur gesehen online. Auf jeden Fall, ich konnte mit ihm zusammen, mit dem damaligen besten Buddy, auf Paris. Und in dieser Zeit hatte ich ganz viele Träume gehabt. Und ich hatte das Gefühl, ich hatte immer wieder Träume gehabt, dass ich sterbe. Dass ich sterbe und ein ganz tiefes Bedauern hatte, weil ich mein Leben nicht gelebt habe. Was auch nicht erstaunlich ist, weil ich habe bis dort eine Primarschule gemacht, einen Sekt, dann Verkehrsschule und dann eben die Lehre. Das heisst, eigentlich hätte man ja mit 19, 20, man hätte ja gar nicht können gelebt haben, wenn man dem Pfad gefolgt ist zu einer fertigen Ausbildung. Und dann habe ich lange überlegt, soll ich künden, soll ich bleiben? Und ich habe mich wirklich Wochen umgeschlagen mit dieser Frage. Ich habe nicht gewusst, was soll ich machen. Und dann hatte ich wieder mal den Traum, dass ich gestorben bin und ich quasi mich selber von oben gesehen habe. Und ich bin dann so ein bisschen weggedriftet, so wie aus dem Leben weg. Ich bin da im All geschwebt und ich habe von der Ferne etwas nicht gehört, nicht gesehen, nicht gespürt oder nicht gerochen. Ich würde sagen, gespürt. Ich habe gespürt, da kommt jetzt etwas. Und in meinem Traum ist das meine Vorstellung von jetzt kommt Gott. Und als christlich geprägte Jugendliche haben wir den Gedanken verdaut, dass jetzt über einem geurteilt wird. Aber ich habe überhaupt nichts in die Richtung empfunden. Ich habe nicht Angst gehabt vor dem Moment, sondern ich habe mich einfach geschämt. Ich habe mich einfach geschämt, dass ich mein Leben so theoretisch verbracht habe, dass ich immer gesagt habe, alles will machen, aber nichts wirklich gemacht habe. Ich bin dann verwacht und an dem Tag, einem von den Tagen, als ich das geträumt habe, habe ich gesagt, ich muss mich entscheiden. Ich bin in meinem Stiftenhaus, in meinem kleinen Zimmer, so 14 Quadratmeter oder so, gesessen und ich weiß noch, einen Radiowecker gehabt, mit einem Sekunden, mit Minutenanzeige, digital, 12:30, 12:31, 12:32 und ich habe gesagt, wenn da 1, 2, 3, 4 steht, das ist der Startschuss für mich. Dann entscheide ich mich endgültig. Und er hat zu 34 umgeschaltet. 1, 2, 3, 4. Und er hat gesagt,
Schluss mit dem Zeug. Schluss. Ich hau ab. Ich hau ab. Und dann bin ich das Stiftenhaus durch. Ich glaube, gejubelt, mich gefreut, das alles hinter mich zu sehen. Meine Uniformzeiten. Und mein bester Freund dort mal ist gekommen und gesagt, was ist los? Ich hau ab. Ich hau ab. Ich komme nicht auf Paris. Er war sehr enttäuscht. Und ich habe dann, ja, gekündigt. Eine sichere Stelle aufgegeben. Anständig gezahlt. Aber ich wusste, ich muss weg. Ich habe absolut kein Geld gehabt. Vielleicht 5'000 Franken gespart. Wenn überhaupt. Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann habe ich mich vom ehemaligen Mönch, ich war noch nicht christlich geprägt oder auf der Suche, habe ich mir gesagt, ich bin nicht ins Militär gegangen. Ich habe die RS nicht umgangen. Ich bin zum Psychiater gegangen, mich freischreiben, weil ich nicht wollte, für andere Leute töten und sterben. Die Idee ist etwas, was mir heute noch nicht gefällt. Und ja, und er hat mir quasi einen Segen auf 30, auf 30 einen Segen erteilt. Aber eben, es ist nicht ein dogmatischer, katholischer Segen. Er ist ja selber Mönch gewesen und hat den Job angehängt. Also er war selber sehr kirchenkritisch gewesen. Auch eine spannende Geschichte, wieso genau, das kann ich Ihnen anders mal erzählen. Und dann hat er mir das gegeben und dann bin ich zu Fuß losmarschiert. Mit einem 20-Kilo-Rucksack, 5 Franken pro Tag habe ich gerechnet, bin ich vom Thurgau, von Dobel, losgeschumpelt. Richtig Meer. Nicht genau gewusst, wo es Meer und so weiter. Einfach Karte dabei gehabt, das war noch vor Internet, 1991 oder so. Ein Traumsommer. Traumsommer, also glücklich keine 40 Tage, nur schön. Wirklich nur schön. Es gab keinen Regentag. Und dann bin ich losgelaufen. Jeden Tag an einem anderen Ort. Jeden Tag so um die 30 Kilometer gelaufen, manchmal 40. Am Anfang haben mir alle Knochen wehtun und schon nach etwa 10 Tagen hat mir nichts mehr wehtun. Da habe ich gemerkt, wie mein Körper sich angepasst hat, trotz 20 Kilo Rucksack. Ich war doch einmal 60 Kilo schwer oder so. Also rechte Last und ich bin gelaufen und gelaufen, gelaufen und gelaufen. Alle Mitfahrgelegenheiten ausgeschlagen. Und ich kann noch eigentlich ziemlich jede, ich kann jetzt noch Karten anschauen und ziemlich genau sagen, wo ich welchen Tag übernachtet habe. Und das wohlgemerkt nach bald 30 Jahren. Es war die Erinnerung oder die Erfahrung von meinem Leben gewesen. Und wieso ich das alles erzähle? Ich hatte eine grosse Lektion gehabt, und die war im Zweifel für die Veränderung. Wenn du nicht sicher bist, was du machen willst, dann würde ich für etwas anderes entscheiden. Ich weiss noch, ich war in Balsberg, das war so eine Computerabteilung von der Swissair. Als ich das letzte Mal rausgelaufen bin, dann habe ich gemerkt, wie eine riesige Last auf meiner Schulter fällt. Also wirklich tonnenschwer. Und ich habe gar nicht gemerkt, wie sehr ich gelitten habe an dieser Stiftung, obwohl es sicher die beste Stiftung der Welt war. Das war so eine geile Stiftung. Gut verdient, können billig reisen und alle 3 Monate eine neue Abteilung am Flughafen kennenlernen. Alle 4 Monate 6 Hauptjobs und innerhalb dieser 4 Monatssprünge dann immer noch mal in Unterabteilungen schauen. Wir haben das wirklich den Flughafenbetrieb kennengelernt. Wieso niemand? Unglaublich. Und trotzdem bin ich dort rausgelaufen. Ich war so erleichtert gewesen. Und darum war meine Lektion gewesen, im Zweifel für die Veränderung. Und ich habe es auch schon gesagt, glaube ich, in einem Lifehack-Video. Ich habe nur 2 gemacht bis jetzt. Und die zweite ist, die ich am ersten während Corona kennengelernt habe, ist die Formulierung, das Leben ist eine Abenteuer, man muss nur 2 machen. Grundsätzlich ist das Leben eine Abenteuer, so oder so. Aber wenn man in einer normalen Schweiz aufgewachsen ist, mit normal meine ich altnormal, das andere ist nicht normal, dann hat man in Art alle Voraussetzungen zum wirklich ein langweiliges Leben leben. Zum wirklich abenteuerlos durch die Welt durchgehen. Und ich weiss noch, als ich in der Swissair gestiftet habe, bin ich im Tracing gewesen, in der Fracht. Hat so eine Unterabteilung und der dort gearbeitet hat, ist so ein 3 oder 34 gewesen. Da weiss ich noch genau. Aus meiner Perspektive ein junger Mann. Und das war im Tracing gewesen, das ist die Detektivabteilung von der Fracht. Also wenn irgendwo ein Gepäckstück verloren, nicht Gepäck, wenn irgendwo ein Frachtstück verloren gegangen ist, dann hat es Meldungen gegeben und dann hat er probiert, dann herauszufinden, wo ist das? Er hat dem Computer das abgeglichen und ist auch genau in die Lagerhalle gegangen und hat das Stück halt dann gesucht, oder? Manchmal gefunden, manchmal nicht. Und er weiss noch ganz genau, ich habe ihn gefragt, was er für Pläne hat. Und er hat was für Pläne? Und sagt, ja, wird er da bleiben oder einmal künden? Oder? Er sagt, nein, ich bleibe da, ich bin schon 34. Und er hat ihm vollen Ernst von seiner Rente erzählt.
Der ist also etwa 14 Jahre älter als ich. Der ist jetzt wahrscheinlich etwa 64. Also genau im Rentenalter. Und für mich war das so eine Horrorvorstellung, dass jemand mit 334, ich weiss nicht genau, ist 334, 33,5, 34 bald, dass der davon redet, dass er seinen Job nicht mehr wechselt, weil er quasi da eine sichere Rente hat. Die Swissair ist später pleite gegangen, kein Ahnung, was aus ihm geworden ist. Ich hoffe, er hat den Job verloren, weil einfach damit er noch ein bisschen Abenteuer hat. Und ich glaube, das war eine grosse Gefahr in der alten, schönen Schweiz, dass wir ein total ereignisloses Leben leben und das auch irgendwie gut finden. Und es war auch gut gewesen. Ich sage mal, die Natur, wir wissen jetzt auch, nicht nur die Natur, auch die Kultur ist gewalttätig. Unsere Welt ist voller Gewalt und die Leute, die nach dem Zweiten Weltkrieg geboren sind, haben bis zu Corona von dieser Gewalt eigentlich nicht viel gemerkt. Ausser irgendwo ein Krieg ausgebrochen ist, haben wir das in der Zeitung gesehen, aber es war immer eine abstrakte Gefahr gewesen. Vielleicht der Kalte Krieg noch ein bisschen, für gewisse Leute noch beängstigend wegen dem Atomkrieg. Aber wirklich passiert ist eigentlich wirklich nichts mehr. Und in dieser Sicherheit zu leben, ist doch einerseits kuschelig warm, auf der anderen Seite ist es ja dann auch so lebensfern, dass man sich am Ende des Lebens fragen kann, habe ich überhaupt gelebt? Gerade jetzt, wo sich alles immer mehr digitalisiert, alles mehr ins Internet sich verlagert, die Leute nur noch mit dem Handy vor der Nase rumlaufen, ich gehöre auch zu denen. Das ist keine Kritik, das ist einfach eine Feststellung mit einem gewissen Grad der Traurigkeit. Die absolute Ereignislosigkeit ist ja auch ein Stück weit dann auch beängstigend gewesen. Und jetzt haben wir zwar auch eine künstlich hergestellte Ereignislosigkeit in unserem Alltag. Wir müssen zuhause bleiben, Quarantäne, können arbeiten, können leben. Wir verpassen unsere Lebensjahre. Gleichzeitig aber durch Corona in uns allen psychische Prozesse auslösen. Und für viele natürlich sehr belastend. Für mich auch extrem belastend. Für mich würde ich sagen, die beschissenste Zeit von meinem Leben. Mit Abstand. Wenn ich den Liebeskummer wegrechne, von Anfang 20 oder Ende Teenagerjahr. Oder der Tod vom besten Freund, das ist doch auch noch. Aber ich sage mal, jetzt gesellschaftlich ist das für, praktisch jeder für uns das Schlimmste, was passiert. Sogar die Leute, die Corona-Massnahmen gut finden, obwohl sie selber keine Angst mehr haben. Einfach die Tugend ausstrahlenden Idealisten, wie man nicht mehr sagen will, die Gutmenschen, die Gutmeinmenschen. Aber für sie ist das wahrscheinlich belastend. Und die Frage ist einfach, was machen wir aus dem? Was ist die Lektion? Es ist noch zu früh, um die Bilanz zu ziehen. Meiner Meinung haben wir knapp Halbzeit. Es wird frühestens im Sommer nächstes Jahr aufhören. Da bin ich mit wieder, da würde ich Wetten abschliessen. Und auch nur mit dem Impfpass. Aber wir sind quasi jetzt mitten in der Pandemie und darum ist es zu früh, um Bilanz zu ziehen. Auf der anderen Seite ist es doch mal der richtige Zeitpunkt, um ein bisschen hineinzuschauen. Ja, in meinen. Und ich habe den Satz immer gehasst, wenn sie sagen, Corona hat seine guten Seiten. Eine, die in einer Schmuckladen geschafft hat, gesagt, ich finde das noch gut mit dem Plexiglas. Es gibt eh viele grusige Leute. Da muss ich mich halt nicht so annähern. Ist halt immer hygienisch und so. Also das habe ich nie gesehen. Also ich habe nie das Gute in Corona gesehen. Ich finde wirklich alles nur schlimm. Aber schlimme Erfahrungen sind die, die haften bleiben. So wie die schlimmsten Ferien sind die, die sich am besten erinnern. Ich weiss, dass Berl mal erzählt hat, sie sind auf Thailand geflogen und haben sich vom ersten Tag an hat es einfach nur gepisset. Und sie hatte zweieinhalb Wochen oder so, ich glaube 14 Tage. Und nach 13 Tagen totalem Pissen ist die krasse Sonne rausgekommen. Und sie gefunden, super, bevor wir heimfliegen, einmal an die Sonne. Dann sind sie in die Sonne gegangen und haben sich den Sonnenbrand für am Leben geholt. Und können mit schmerzvoller Haut am nächsten Tag die Heirase antreten. Und sagen, die grösste Horrorferie, die es gibt, oder? Zumindest wenn man sich im Mainstream-Tourismus sich bewegt, oder? Mit ein bisschen Strandleben. 13 Tage lang Regenwetter und dann ein Sonnenbrand. Und das ist die beschissenste Ferie, die man haben kann. Aber ist natürlich grossartig, zum später erzählen. Und Corona, da sind wir uns ja einig, das wird einmal
die grossartige Zeit gesehen, um zu erzählen. Da haben die Leute das schon vergessen, aber wir haben die Autowischstrasse geschlossen. Wir müssen, wo wir dann im Frühling, das reden jetzt da vor 7 Monaten, oder 6 Monaten, wo man Badi aufgemacht hat, hätte man müssen, nur dürfen ja richtig schwimmen. Wir haben Plätze limitiert auf der Wiese. Und da kommt wahrscheinlich wieder. Man hat so viel Irrsinn entschieden. Oder? Und über das werden wir noch lachen können, hoffentlich. Außer es ist der Anfang vom Vierten Reich. Aber wenn nicht, und ich habe schon eine Hoffnung, dass die Mehrheit der Menschheit möchte, dass es irgendwann endet, dann ist es etwas, wo wir uns lebenslang darüber lustig machen können. Aber darüber aus, über den Humor oder über das Lustigmachen der Vollidioten, die uns umzingeln, ist eben auch die Frage, was ist die Lektion für uns selber? Was lernen wir? Was lernst du von dem ganzen Mist? Und ich würde sagen, ich habe wahrscheinlich verschiedene Lektionen rausgezogen. Eine ganz wichtige Lektion für mich ist, ich traue niemandem mehr. Ich traue niemandem mehr, weil vor Corona habe ich so viele vermeintlich gescheite, sympathische Menschen kennt, wo das Wohl der Menschen am Herzen liegt. Und das sind völlig in einem anderen Film. Ich denke immer an meine Freidenker-Kollegen, was die in einem Film sind. Ich schäme mich so für jeden Einzelnen von denen. Ich schäme mich so. Oder? Wie sich wie die Grünen, es sind auch meist links dort, wo sich wie die Grünen quasi hinter der Wissenschaft verstecken. Der Balthasar Glättli hat gesagt, auf Kritik, hat er so einen Stand-up-Brief zugeschickt. Da hat er gesagt, wir Grünen basieren unsere Entscheidungen auf den Erkenntnissen der Wissenschaft. Als ob es die eine Erkenntnis gibt und die eine Wissenschaft und die einfach glasklar wäre. Also mit anderen Worten, ist auf die neue Art von Religion und auch die Freidenker selber. Ich habe das Gefühl gehabt, da war gerade doch ein bisschen zu viel Atheismus gewesen, ja gar nichts mehr zu glauben. Und jetzt glauben sie halt an Göttin Corona. Wie auch immer, das ist eine Lektion, ich vertraue niemandem mehr. Aber jetzt die Leute in der Bewegung rein, die jetzt hier bei Corona auf der richtigen Seite stehen, würde ich sagen, ein guter Prozentsatz von denen sind nur zufällig auf der richtigen Seite. Da würde ich sagen, ein Drittel würde ich sagen, sind nur zufällig auf der richtigen Seite. Weil die wirklich tatsächlich irgendeiner Fake News auf der Gegenseite zum Opfer gefallen sind. Die übertriebene Ängste haben, gut, wer weiß denn, was übertrieben ist. Vielleicht habe ich dann am Schluss zu wenig Angst gehabt. Oder zu wenig Vorsicht. Das ist sicher mal eine Lektion. Ich traue niemandem mehr. Die zweite Lektion ist auch, es ist ja gleich, dann, wenn man mal sterben kann. Also, wir haben jetzt wirklich nur einen Hauch bekommen von dem, was Krieg bedeuten kann. Nach meiner Meinung sind wir im Krieg, im stillen Krieg. Ich überlege noch das Wort kalt, das ist auch schon verbraucht. Stiller Krieg noch mehr für Computer. Edward Snowden hat den Begriff, glaube ich, verwendet. Ich suche noch nach einem Wort. Aber wir haben eine Art von Standbildkrieg. Irgendwie so auf dem. Ich kann mir das noch herausfinden, was das richtige Wort ist für das. Aber wir haben im weitesten Sinne haben wir Kriegserfahrungen gemacht. Wir haben keine Blutspritzen, wir haben keine Bombe gehört einschlagen, aber Kriegsfolgen werden wir jetzt alle erleben. Und in so einer Welt, wo so Sachen drohen, denke ich, ist es leichter, sich zu verabschieden, als in einer Welt, wo grundsätzlich alles einigermaßen in Ordnung ist. So wie wenn ich Fleisch esse, wird mir der Abschied mal leichter fallen. Weil ich muss sagen, so viele Tiere haben für meine Lust müssen sterben. Ich könnte ja auch anders essen, wenn ich nicht mehr, wo kein Tier muss sterben muss, dass es einmal okay ist, zum gehen. Wenn ich jetzt eine reine Seele wäre in einer perfekten Welt, dann würde mir sterben wahrscheinlich sehr viel schwerer fallen, als man es jetzt einmal wird. Da kann man jetzt als Vor- oder als Nachteil werten, aber das ist schon dann noch eine Lektion, die ich dir vorgetragen habe. Die dritte Lektion ist sicher, ich habe gewusst, dass ich freiheitsliebend bin. Aber wie freiheitsliebend? Mir ist Freiheit wichtiger als Gesundheit. Und das sage ich nicht darum, weil wir da nur in einer Pfnüssel stecken. Auch wenn es Zombie-Apokalypse wäre, wie man uns versprochen hat, auch wenn es das wäre, ich lebe lieber im Risiko als unfrei.
Das ist eine Lektion, die ich gelernt habe. Freiheit ist mein höchster Wert. Nicht jetzt als Tugend, im Sinne von, wie man mit Mitmenschen umgeht. Da gibt es andere Werte, die höher stehen. Aber Wert ist das falsche Wort. Das richtige Wort ist wahrscheinlich... Das wichtigste Kriterium, um ein gutes Leben zu haben, das ist Freiheit. Freiheit, Freiheit, Freiheit. Und das ist insbesondere die Freiheit von anderen Menschen, die Freiheit vom Staat. Die sollen sich einfach draussen haben. Wie hat mal jemand gesagt, das habe ich jetzt mal einem Kritiker gesagt, you do you, I do me. Du machst dein Ding, ich mach meins. Wenn sie mich kritisiert haben, ich soll weniger fluchen. Weißt du was, du machst dein Ding, ich mach meins. Das war immer meine Antwort. Gewisse Leute wollten mich vereinnahmen, für eine Bewegung, für eine Aktion. Ich habe mich aus allen draussen gehalten. Nicht, weil ich die Aktionen nicht gut gefunden habe, sondern weil ich seit der Freidenkervereinigung einfach gewusst habe, ich bin kein Vereinsmensch. Das ist jetzt einfach gestorben für mich. Und die Freiheit auch, wenn ich jetzt so gestern gemacht habe, oder heute war es sogar, wenn ich über Leute fluche, wenn ich einen Parteipräsident verfluche, zur Hölle schicken. Das kann ich ja nicht machen und sagen, wenn ich Chefredakteur der Weltwoche bin. Ein Roger Köppel kann das nicht sagen. Roger Köppel hat sicher, muss sagen, 50 Mal mehr Geld als ich. 100 Mal mehr Geld als ich. Keine Ahnung. Sicher scheissreich, hat Einfluss in der Politik, hat Einfluss als Publizist. Aber er hätte alle Freiheiten der Welt. Aber er hat das Problem, dass er in dem Game mitspielt, in dem Netzwerk-Game, dass man jemand sein will, dass man Status hat, dass man Prestige hat. Und insofern ist auch ein Roger Köppel einfach ein Sklave von seinem Lebenswerk, das nicht alles verspielen will und darum doch zu einem grossen Teil noch nicht dogmatisch, sondern eben pragmatisch vorgeht. Und das macht ihn so spannend, er auch ist. Er ist ja völlig außerhalb von unserer Bewegung, aber eine Art der grösste Hoffnungsfunke von der Bewegung ist wahrscheinlich Roger Köppel. Nicht, weil er am meisten tut für die Bewegung, er hat überhaupt nicht auf die Bewegung, außer dass er seine Meinung gesagt hat, aber das ist eben schon viel. Und trotzdem, ein Roger Köppel, wenn er seinen Einfluss wahren will, dann muss er auch am Schluss mit der Engelszunge reden, sonst hasst sie nachher nicht die eigene Partei. Oder? Und für ihn, das ist Organschaden, seine Zeitung. Wenn er zu sehr sagt, was er denkt, wird ihm viel Abos gekündet werden, was auch immer. Und darum ist sicher so, dass Geld frei macht. Aber nur dann, wenn man das Geld dann auch entsprechend nutzt. Es gibt die Serie Billions. Dort ist ein riesen Streit zwischen einem Staatsanwalt und einem Milliardär. Und dort hat er die Möglichkeit gehabt, kleiner Spoiler, aber ist kein grosser, sich zu vergleichen. Eine kleine Schuld einräumen, ein paar hunderttausend Dollar zahlen, glaube ich. Irgendetwas Kleines machen. Aber er ist einfach in seiner Eitelkeit gekränkt worden. Und dann sagt der Milliardär, völlig kindisch natürlich, what's the point of having fuck you money if you never say fuck you? Und das heisst, frei übersetzt, was nützt es einem, fick dich Geld zu haben, wenn du nie sagst, fick dich. Ich sage nicht fick dich, weil mich jemand da jetzt ein bisschen beleidigt, in meinem Stolz kränkt und so. Für das habe ich zu viel oder zu wenig Ego, für das habe ich zu viel oder zu wenig Selbstbewusstsein. Ich sage, da bin ich einfach selbstbewusst für das, dass etwas passieren könnte. Darum das Herz getieren, wenn es da kommt. Seht man das? Aber es ist ja wirklich so. Ich habe kein Fuck you money. Also mir tut Geld schnell weh. Ich bin nicht an dem Punkt angekommen, dass ich mit Geld, dass mir Geld nicht mehr wichtig ist oder nicht mehr wichtig sein. Aber ich bin nicht so weit weg, wie ich so vor 5, 10 oder 20 Jahren war. Und ich sage trotzdem jetzt schon Fuck you. Ich sage jetzt schon Fick dich.
Weil am Schluss ist für mich Geld ist eine Währung. Und die allermeisten Leute entscheiden sich dafür, dass Geld die Währung für Status ist. Mehr Geld, mehr Status. Die bösen Menschen machen mehr Geld, mehr Macht, weil sie gerne über andere Leute herrschen. Ich würde sagen, der durchschnittliche Schweizer der nimmt mehr Geld, um mehr Status zu haben. Mehr Auto, mehr Haus, mehr Bluff, mehr Connections, mehr Einladungen, mehr Opernbesuche, mehr Zeitungserwähnungen. Und das ist mir völlig fremd. Habe ich wirklich gesagt, das ist mir völlig fremd, dass ich mit Geld, dass mir mit Geld darum geht, meinen Status aufzuwerten. Ich glaube, wer sich selber über das Geld definiert, der hat schon verloren. Das ist ziemlich egal, wie viel Geld das auch hat. Wer sich über das Geld definiert, der hat verloren. Wer sich über die Arbeit definiert, hat verloren. Wenn man ein glückliches Leben führen will, dann muss man sich nicht an dem messen, was man hat. Und dann nicht an dem messen, was einem andere Leute nehmen können, wie ein Job. Sondern dann sollte man sich an dem messen, wie sagen, was man macht. Aber nicht einmal das allzu sehr. Ich habe in der Verwandtschaft jemanden, den ich sehr bewundere für seine Integrität und Ehrlichkeit und alles. Aber er hat in sich einen Wesenszug, der sehr streng ist. Er ist streng zu sich selber und dann auch streng zu anderen. Das ehrt ihn, weil er ist kein Heuchler. Er ist kein verlogener Bock, der sich selber grosszügig behandelt, aber mit anderen hart ins Gericht geht. Und darum kann man sagen, es ist konsequent, oder? Hohe Ansprüche an sich selber, hohe Ansprüche an andere. Und ich habe einfach gemerkt, es ist entspannender, wenn man die Ansprüche an sich selber ein bisschen senkt und die Ansprüche an andere ebenfalls ein bisschen senkt. Das heisst, dass man nicht etwas erreichen will. Ich bin sehr ehrgeizig. Wenn ich etwas mache, mache ich es immer richtig. Oder? Halbpatzigkeiten langweilen mich. Wenn ich etwas halbpatzig machen soll, mache ich es lieber nicht. Aber es heisst gleichzeitig, man kann grosszügig zu sich selber sein. Einfach, ja, man hat einen Fehler gemacht. Ja, es ist ärgerlich. Ja, es geht weiter. Und wenn man da weiss, wenn man ein gewisses Alter erreicht, dass ganz viele Sachen, wo man sich wahnsinnig darüber aufgeregt hat, über Sachen, wo man Shortcomings, wie heisst das, über eigene Schwächen, wo man sich so aufgeregt hat und zwar so ein Desaster angeschaut hat, am Schluss findet man es so lächerlich. Man mag sich gar nicht mehr genau erinnern, über was man sich überhaupt aufgeregt hat. Und darum die Grosszügigkeit zu haben, sich selbst gegenüber und dann eben natürlich logisch, wie sage ich, über anderen, sonst ist man eben wieder ein verlogener Saubock, das ist etwas, wo mir jetzt extrem hilft, durchs Leben zu gehen. Das heisst, ich tue mich heute über Arbeit definieren, nicht mal über meinen eigenen Job. Ich tue mich, obwohl ich mein eigener Chef bin, da kann man sagen, das ist noch eher ein Punkt, um zu sagen, mal, du kannst dich an deiner eigenen Leistung messen, du kannst dich daran messen, ob du Erfolg hast, ob du geschickt bist, ob du schlau bist, ob du das System hast können hacken. Aber die Fähigkeit, System hacken und sich selber Vorteile rauszuziehen, sagt das jetzt eben mit dem, dass man sich eine eigene Firma gründet, dass man vielleicht gut anschreuchen, um in eine Position zu bekommen, sagt das, dass man die richtige Aktie kauft, sagt das, was es auch immer ist. Das sind Leistungen, die man verbringt, aber es sind nicht wirklich, das ist nicht wirklich etwas, wo einem, definieren sollte, wenn man sich über das definiert und es nicht schief läuft im Leben. Dann hat man nicht nur von außen den Sturm, weil man gerade viel Geld verloren hat, weil man gerade seinen Job verloren hat, weil man seine Frau verloren hat, weil man sich für den, was auch immer. Sondern dann hat man den Sturm auch noch in sich hinein. Man ist ein Loser, man ist ein Versager, dann hat man den perfekten Sturm. Und darum, was ich viel, viel interessanter finde, als sich
über Leistung zu beurteilen oder sich über Geld und Status zu beurteilen, das ist nicht schön, oder? Das ist doch... dass man sich beurteilt nach der... Da gilt es nur für mich selber, andere und andere Standards, aber für mich ist der Standard, dass du immer wieder etwas Neues probierst. Da muss man nicht auf den Beruf bezogen sein, da habe ich viele Fehler gemacht, weil ich habe immer nach 4 Jahren einen neuen Beruf ergreifen. Ich kann nichts lange machen. Grosse Schwäche, ich wäre wirtschaftlich wahrscheinlich sehr viel erfolgreicher, wenn ich etwas länger als 4 Jahre gemacht hätte in meinem Leben. Wenn ich einfach etwas am Draht bleiben würde. Aber schaut mal an, wie schön dass das aussieht hier. Sondern dass man sich einfach daran misst, dass man immer wieder versucht, sich neue Herausforderungen zu stellen. Und vor allem dort hinzugehen, wo man will hingehen. Weil das ist ein alter Spruch, oder? Wenn man gern macht, macht man gut. Wenn man gut macht, macht man gern. Und darum ist es eine totale Fehlüberlegung, wenn man studieren will, sich zu überlegen, ja, wo kann ich nachher Geld verdienen? Wenn man mit dem Haben hineindenkt, wie der Erich vorhin gesagt hat, Haben oder Sein, der ist zur Unglücklichkeit verdammt. Der wird zwingend... Ja, wir sagen, der wird zwingend nicht glücklich werden. Weil er einen Job macht, den er gar nicht gern hat. Und dann macht er eben auch nicht besonders gut. Alles, was man macht, sollte man im Sein machen. Wenn man sich eine Freundin sucht oder einen Partner, dann sollte man nicht jemanden suchen, der viel Status hat, der nach objektiven Kriterien irgendwie aussieht oder Geld hat oder weiß ich nicht was, sondern schauen, was das Herz einem hinführt. Wo führt dich das Herz an? Wo führt dich das Herz an? Und mit jemandem zusammen sein, weil er viel Geld hat. Als erstes mal ein kleiner Spoiler an die Frauen. Wenn ihr euren Mann gabelt mit viel Geld, in den allermeisten Fällen ist das Geld ja geerbt. Und altes Geld weiss, wie das alte Geld beim alten Geld bleibt. Dann gibt es Gütertraining beim Heiraten. Und du bist immer ein Sklave von deinem Mann. Weil dein Statusverlust ist so gross und du trennst, dass du lieber zuschaust, wie er sich durch alle Betten vögelt, als dass du ihn verlässt. Und was für ein Leben wird denn das? Und das Gleiche ist, wenn ein Mann einfach etwas Schönes oder etwas Junges sucht. Wo führt es hin? Das schöne Junge wird auch älter. Und vor allem, das schöne Junge sucht für diesen Schuss im Herzen eben auch etwas Schönes und Junges, weil du nicht mehr bist. Im Haben ist das Glück suchen. Ein Studium haben, wie man nachher gut verdient. Statt ein Studium zu machen, wo man sich wirklich weiterentwickeln kann. Was für ein Fehler. Darum, dass man sich immer wieder öffnet, dass man sich immer wieder die Chancen eröffnet, etwas Neues zu lernen, etwas Neues zu werden. Etwas Neues zu werden. Das ist dafür etwas vom Allerwichtigsten überhaupt, wenn es darum geht, ein glückliches Leben zu führen. Ich bin ein riesiger Nietzsche-Fan in meinen jungen Jahren. Ich finde Nietzsche heute noch grossartig. Und von ihm hat es mal so eine Sammlung von Texten. Der Nietzsche hat immer grossartige Büchertitel gehabt, oder Menschliches, allzu Menschliches. Also sprach Zarathustra und so weiter. Aber ein Buchtitel, der war noch besser gewesen. Schaut, da sind wir am Strand. Ein Buchtitel war noch besser gewesen. Und zwar der Buchtitel ist nicht vom Nietzsche selber gekommen, sondern es war quasi eine Sammlung von Texten. Und die Texte habe ich die meisten schon gekannt. Aber ich habe das Buch nur gekauft wegen dem Titel. Der Titel heisst «Wie man wird, was man ist». Wie man wird, was man ist.
gewusst, in diesem Tod ist ein Buch nicht reingestanden. Der Nietzsche hat den Satz gar nicht gesagt. Aber wie wird man, was man ist? Ich glaube, wenn du diese Frage kannst beantworten, wie du wirst, wer du bist, dann weisst du auch, wie man das Glück finden kann. Und insofern ist Corona dann eben doch etwas, was auch gute Seiten hat. Weil es dich aus der Komfortzone heraustreibt und viele von uns richtig gehen zwingt, etwas Neues zu machen. Vielleicht, weil sie den Job verlieren oder weil der Leidensdruck zu gross ist, den Job zu behalten. Weil man nie an Demos gegangen ist, aber jetzt müssen wir das machen. Wie viele Leute an der Demo sind noch nie vorne an einer Demo gewesen? Ich würde sagen, eine Mehrheit. Wenn nicht eine grosse Mehrheit von den Leuten, die auf dem 6 Leute gestanden sind, das erste Mal. Und all die Leute sind aus der Komfortzone raus und sind einen Schritt näher gekommen, der zu werden, wo sie sind. Wo sie auch neu kennenlernen können. Wie man wird, was man ist. Wie man wird, was man ist. Wie wird man, was man ist. Und ich würde sagen, man wird das, was man ist, indem man seiner Existenz oder indem man sich selber die Chance überhaupt gibt, zu erkennen, was man kann sein. Und auch dort wieder, es geht nicht um Leistung. Es geht nicht darum, dass du Nummer 1 wirst. Dass wenn du mit 50 anfängst, Yoga machen, wie ich jetzt vor 2 Jahren, geht es nicht darum, dass du der beste Yogini wirst von deiner Generation. Es geht nicht um Leistung. Es geht darum, neue Aspekte für selber zu entdecken. Ich will immer Kampfsport, Leistungssport, also Leistungssport ist übertrieben, aber ich habe immer gerne mich ans Limit gebracht. Und beim Yoga, ich bin immer noch ein bisschen ehrgeiziger, aber ich weiss, ich bin dort bestenfalls mäßig talentiert. Ich würde auch eher sagen, ich bin untalentiert. Weil ich ein Gestabi bin, weil ich, ja. Aber es ist schön, einfach auf neue Ufer aufzubrechen. Ich habe das Gefühl, das ist eine Qualität, die Frauen eher mitbringen als Männer. Also, ich weiss, als ich jünger war, ist mir mehr aufgefallen als heute. Da hat man das Gefühl, keine Männer an einem gewissen Alter hocken nur noch in den Beiz, am Stammtisch, am dumm schnorren, saufen, rauchen, fluchen. Nicht so elegant wie ich, aber einfach schimpfen, Blick lesen und sich über die Welt aufregen. Und die Frauen sind die gewesen, die mal noch in Toskana gefahren sind, um einen wöchigen Töpferkurs zu machen, die angefangen haben, irgendwie Spanisch zu lernen in einer Schule, die irgendwie noch, ja, vielleicht auch darum, wie sie ihre Kinder jetzt grossgezogen haben, 20 Jahre, oder? Und dann sich selber ein bisschen vernachlässigt haben und jetzt ein Stück weit etwas nachholen, während dann der Mann ja quasi seinen Beruf sich können im Rahmen von möglichen sich entwickeln. Für die ist das der Grund, für den Frauen grundsätzlich eine grössere Neugier oder eine grössere Vielfalt von Themen. Männer können sich oft einfach auf etwas verbohren. Das macht sie wirtschaftlich sehr erfolgreich. Ich habe das eben, wie gesagt, auch nicht. Aber wie viele Leute machen Karriere, die sich einfach 20 Jahre lang etwas reinbeissen? Irgendwelche Finanzanalysen, irgendwelche juristische Geschichten, irgendwelche Scheissrechte, die mich niemand interessiert. Aber sie sind einfach mit dem One-Trick-Pony-Ding, mit dieser einen Fähigkeit, können sie so viel erreichen und können sich das ganze Leben ausrichten und werden eben quasi ein One-Trick-Pony, also das Pony mit einem Trick, statt das Schweizer Sackmesser mit 20 verschiedenen Klingen. Und ich glaube schon, jeder sollte sich die Chance geben, die Klinge mal aufzumachen, wo wir gar nicht gewusst haben, dass sie überhaupt an seinem Messer sind. Das war ein schräges Bild, wie auch immer. So. Lange Sendung, ein bisschen nachdenklicher als sonst. Auch zu beweisen, dass ich nicht nur fluchen kann, dass ich auch ein Sackmesser bin mit verschiedenen Klingen.
Vielleicht hat es den einen oder anderen ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Schreibt doch, wenn ihr das Video bei Locals seht, strickertv.locals.com, schreibt doch einen Kommentar rein. Bei Locals lese ich alles. Bei YouTube und Facebook lese ich es fast nicht, weil es viel Scheissdreck-Text drin hat. Zum bei Locals schreiben, ist das doof, man muss ein Abo machen. Aber wie auch immer, es geht auch nicht darum, dass ihr jetzt hier mir 100 Vorschläge macht oder 100 Meinungen abgebt. Aber wenn ihr ein Abo habt, dann schreibt doch bitte eure Meinung rein. Vielleicht habe ich etwas vergessen zu erwähnen, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, vielleicht ist etwas nicht nach eurer Meinung, dann schreibt das einfach unten rein. Und dann kann das in einem künftigen Video besprechen. So, schau da, Sugeli. Ja, ich reise früher noch heim übrigens. Ich will bis zum 17. bleiben. Jetzt verkürze ich da mit den 10 Tagen. Weil ab dem 8. muss man einen Test haben, wenn man einreist. Ich fliege darum am 6. ab und bin am 7. zu Hause. Was nicht heisst, dass ich ausschliesse, alle Ewigkeiten reisen zu gehen, wenn man einen Test braucht. Ich habe jetzt auf das Land gewählt, wo man keinen Test braucht, zum Hinfliegen. Aber wenn die Schweiz einen Test braucht, beim Heimkommen. Absolut verfassungswidriger Scheissdreck. Werde wahrscheinlich das halt auch irgendwie machen müssen. Wahrscheinlich werde ich aber Destinationen suchen, wie Afrika, wo ich einfach weiss, ich kann einen Arzt einfach bestechen. Dass wir einfach einen negativen Test aushändigen. Das sage ich gerade so offen. Ich bin Kriminalität ihnen gezwungen worden. Und weil ich finde, die Forderung ist kriminell. Und darum habe ich auch kein Problem damit, das mit Methoden zu lösen. Nicht in der Schweiz selber. In der Schweiz selber schaue ich, dass es super bleiben. Aber ich werde alles andere unternehmen, was ich kann, damit ich schadfrei bleibe. Und den ganzen Wahnsinn nicht noch mit einem potenziell positiven Fake-Resultat beitragen zu verschlimmern. So, habt euch Sorge. Sogli, in 10 Tagen komme ich heim. Habt euch Sorge und denkt daran. Corona ist eine chinesische Erfindung und ein mexikanisches Produkt. Ciao miteinander.